Leon wieder hier von Grafmann Radeberg und wir beschäftigen uns heute wieder mit Messerangriffen. Beim letzten Mal haben wir uns mit zirkulären Angriffen beschäftigt. Stich von oben, von unten, von der Seite und Co. Wir sehen eine Ausholbewegung, wissen vielleicht schon, das Messer ist im Spiel, jemand steht da, droht uns das an, ey, stech dich ab. Sowas in der Richtung, wissen, es passiert gleich, wir können nicht mehr weg und gehen entsprechend rein. Jetzt gibt es natürlich noch die Variante, derjenige ist dabei, das Messer zu ziehen, oder es ist vielleicht eng in der Auseinandersetzung, derjenige sticht schon zu. Ich sehe vielleicht nicht, was holt derjenige hier raus, vielleicht ist es ein Faustmesser, das guckt mir nur so ein Stück raus. Ja, zieht hier bumm, Stich zu, ist eine Verletzung schon da, wir sind in einem gewissen Modus. Wenn wir uns mal Heidi anschauen von ihrer Biomechanik. Heidi hat das Messer jetzt hinter ihrem Rücken. Wir sehen das sogenannte magische Dreieck. Sobald sie das Messer rauszieht und dahin greift, sehen wir eine solche Bewegung. Jetzt wenn die Heidi das irgendwo anders hat, in ihrer Hose, meinetwegen, zieht das hier mit raus, haben wir hier, ist jetzt kein schönes Dreieck mehr, wir sehen auf jeden Fall eine Zugbewegung. Wenn die Heidi von hier hinten ihr Katana-Schwert rauszieht, sehen wir hier auch wieder unser sogenanntes magisches Dreieck. Bedeutet, wenn wir in einer solchen Situation stehen, es ist Aggressionspotenzial da, man hat sich vielleicht schon gehauen, geschubst, geschlagen, irgendwas in der Richtung, es ist sehr aufgeheizt, wir können nicht flüchten und ich sehe eine solche schnelle Bewegung, ist es zu empfehlen, zu intervenieren. Bedeutet, wir gehen rein. Das Ganze birgt natürlich ein gewisses Risiko. Warum? Sie kann auch einfach ihre Zigaretten rausholen, ihr Telefon, irgendwas, die Kaugummis. Dann bin ich eventuell in einer Situation, wo ich das Problem habe, dass ich jemanden auf Deutsch gesagt wegfrühstücke, ohne dass eine Gefahr in dem Sinne da war. Muss ich abwägen, muss ich entscheiden. Was ist mir wichtiger? Habe ich vielleicht juristischen Aufwand oder gehe ich heil nach Hause? Weil wenn das Messer einmal da ist, wird es nur umso schwieriger. Solange das noch nicht gezogen ist, kann ich da viel mehr arbeiten, viel sicherer arbeiten. Wenn der Arm schon draußen ist, hier rausgezogen und ist hier in der Ausholbewegung, um zuzustechen, kann ich wieder dementsprechend reingehen. Bin ich in dieser Zugbewegung, ist sie noch in dieser Zugriffs- oder Zugbewegung, habe ich die Möglichkeit, eigentlich nur die Möglichkeit, hier drauf zu greifen. Das muss schnell und invasiv passieren. Ich bewege mich wieder nach vorne und greife hier drauf. Was wir jetzt nicht machen wollen, ist irgendein fancy Hebel, sondern wir bauen Druck auf. Druck bedeutet, ich schieße nach vorne. Warum? Bleibe ich jetzt hier, sie zieht und rötet um ihr Messer rum, werde ich hier keine wirkliche Kontrolle reinbekommen. Gehe ich jetzt aber weiter in diese Ausholbewegung von der Biomechanik hier hinten in das Maximum rein, fange es an zu laufen, habe ich hier für einen Moment Kontrolle. Dann müssen wir schauen, wie entwickelt sich die Situation. Variante 1, der Arm geht tendenziell nach außen, haben auch wieder tendenziell, es gibt kein Schwarz, kein Weiß, geht tendenziell nach außen, irgendwo hier kann ich wieder nach vorne drüber schießen, in der Bewegung, wie ich nach vorne schieße, hole mir den Arm, greife, bin wieder in meinem Schema F, wie vom letzten Video. Ist das Ganze jetzt aber im Range irgendwo eher hier hingelandet, wäre es jetzt nicht clever zu sagen, ich ziehe das Messer über mich rüber und versuche dann hier wieder reinzukommen. Wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Also müssen wir rum und rausrutschen. Wir sind jetzt auf der Außenseite, vorher waren wir immer auf der Innenseite, körpernahen Seite, jetzt gehen wir tendenziell zurück hin. Meine Hände, die hier dran sind und haben gegriffen, schießen hier hoch im Monkey Grip, also schon greife nicht und versuche was festzuhalten.
Sondern eine Hand ist hier dran, ich mache einen diagonalen Schritt und die andere Hand schießt hier hoch. Bin jetzt hier gelandet, habe es jetzt irgendwie geschafft, im Moment der Arm im Gerangel geht hier rüber, mache einen schnellen Schritt, rutsche hier hoch und bringe meine Schulter eng an ihre Schulter mit ran. Wenn ich jetzt den Arm hier gestreckt habe und das ist unangenehm am Ellenbogen, ist das schön, verlassen wir uns nicht drauf, ist für uns unrelevant. Ob sie den Arm jetzt angewinkelt hat und wir sind jetzt hier dran oder ob der gerade ist, wahrscheinlich ist er eher angewinkelt. Hänge jetzt hier dran für einen Moment. Jetzt habe ich weniger Handlungsmöglichkeiten, als wenn ich frontal zum Angreifer stehe. Variante 1 im Gerangel, die Schulter ist nicht unter Kontrolle, sie kommt wieder rum, dreht sich meinetwegen oder ich drehe mich hiermit rum, sodass sie wieder frontal steht, nach hinten kann sie ja nicht, stehe irgendwie wieder so, dann hänge ich halt hier, bringe hier wieder meine Knie, ich bin an dem Arm dran, Kopfstoß, reinbeißen, beschäftigen, lösen, verschwinden. Bin ich jetzt hier, habe den Schwung auch mit ausgenutzt, bin rumgerutscht, schieße meine Schulter drauf, habe ich einen wunderschönen Hebel. Komme hier drauf, knalle quasi mit meiner Schulter und bewege mich korkenzieherförmig zu Boden. So wie wir quasi rumgehen, schießen wir hier an diese Schulter dran und haben schon unsere Bewegung. Wir nehmen das jetzt wieder auseinander Stück für Stück. Macht das auch zu Hause, wenn ihr das probiert, ruhig und langsam. Weil über den Schulter bekomme ich super Power drauf. Wir liegen nicht auf dem Schulterblatt hier hinten, sondern meine Schulter ist hier Oberarm mit dran, wo der Oberarm übergeht in das Schultergelenk. Oder besser gesagt auf dem Schultergelenk. Dort sind wir dran. Also ich hänge auch nicht hier, sondern bin hier. Ihr merkt das dann mit eurem Partner, wenn ihr das mal probiert hier. Ja, ist das schöner, als wenn ich jetzt hier hänge. Da passiert nicht so viel. Hier passiert auch nicht so viel. Aber hier, wir wollen nicht auf die Knie gehen. Wir bleiben immer stehen. Ich komme an einen Punkt, wo ich mit meiner Schulter, mit meinem Oberkörper nicht weiter runterkomme. Dort switchen wir um zum Unterarm. Heißt, ich gehe jetzt hier runter, drehe mich und irgendwo hier komme ich mit meiner Schulter nicht weiter. Ich müsste mich hinknien und mit zum Boden. Verschlechtere ich meine Position. Sobald ich merke, ich komme nicht weiter, bleibe ich eng, rutsche mit meinem Oberarm mit drauf. Wenn wir uns jetzt weiter drehen, landen wir mit auf dem Boden. Sie kann sich stabilisieren, macht sie jetzt auch. Sie hat ja noch einen Arm frei. Hier auf der Seite hat sie keinen Arm frei. Sie kann sich nicht gut stabilisieren. Der messerführende Arm ist immer noch eng an meinen Körper gedrückt. Wenn ihr das probiert, soll der Partner einfach mal versuchen, den Arm herauszuziehen. Wenn das hier locker ist, zieht den Arm raus. Oh, war locker. Hier, ja, probiert mal rauszuziehen, ist eng, ist fest. Ja, bleibe ich hier erst mal mit dran. Bin hier rumgerutscht und gehe jetzt nach hinten raus, damit sie sich lang macht, damit sie sich platt macht. Bin hier noch in diesem Schultergelenk, rutsche hier nach hinten raus. Wow. Und wenn ich hier lande, dass ich mich draufknie, oder hier mit draufknie, ist das schön. In anderen Videos lernt ihr jetzt, sie fängt an, jetzt zu entwaffnen, zu machen und zu tun. Sie ist noch voller Lebensfreude. Vielleicht ist sie im Boden eingerastet, vielleicht war eine Wand im Weg, okay. Aber sie kann sich immer noch wehren. Sie wird ihr Messer nicht hergeben. Das ist ihr Machtinstrument. Was habe ich jetzt für Möglichkeiten? Variante A, so wie ich runter bin, löse ich mich, gucke, flüchte. Schnell sein. Variante B, hier haben wir eine Trainingsfläche, hier liegt nicht rum, draußen auf der Straße, irgendwas, was ich mit verwenden kann. Liegt da ein Stein, super, boom, drauf, auf den Arm oder woanders, je nachdem, was die Situation erfordert. Wir wollen hier nicht hebeln, wir wollen denjenigen runterbringen, unser Ziel ist per se die Flucht. Wenn ich irgendwas finde, was ich einsetzen kann, super, boom, draufarbeiten, ansonsten im einen Schwung runter, lösen, weg. Der andere müsste erstmal wieder hochkommen. Der ist nicht so schnell im Rennen wie ihr, weil ihr habt schon die ersten 5-6 Meter geschafft. Achtet auch drauf, wenn ihr jetzt einen Partner habt, der sagt, oh, das halte ich einfach. Ihr probiert es langsam entspannen. Es ist keine Dynamik drin, er kann anspannen und das Ganze statisch machen. Tipp, voll reinknallen, Schulter ist kaputt und dann habt ihr noch mehr Spaß. Jetzt haben wir die Situation, dass das Messer schon in mir steckt. Ich habe vielleicht gepennt, die Person war eben dran, das Messer steckt sich schon in mir. Dürft ihr gerne mal ausprobieren, reflektorisch, sobald ihr einen Schmerz spürt. Wo gehen eure Hände hin? Zum Schmerz. Stoßt euch den Kopf, haltet ihr euch nicht das Knie. Irgendwer kneift euch irgendwo hin, haltet ihr da die Hand hin oder schmerzt es. Auch hier ist irgendwo hier, der Schmerz steckt drin. Reflektorisch gehen meine Hände hier hin. Da wäre es Quatsch zu sagen, ich muss das machen. Wird auch nicht passieren. Sondern eure Hände gehen hier hin, ihr greift hier irgendwo drauf. Messer steckt jetzt nicht ganz in mir, weil Gummi. Hm? Machen wir es mal so. Ja, Messer steckt es in mir drin. Ich bin verletzt. Wenn ich noch handlungsfähig bin, kann ich was machen. Wenn ich jetzt zusammensacke, ist vorbei. Gibt es keine Verteidigung. Bin ich weg, bin ich weg. Hier, ich spüre einen Schmerz. Gehe wieder mit meinen Händen drauf.
Wenn sie mich abstechen möchte, würde es nicht nur ein Stich sein. Sie geht der Arm hier wieder zurück, sie zieht es raus. Oh, hänge ich hier wieder drauf. Jetzt kommen Leute und sagen, ja, aber so schnell bin ich gar nicht. Hat keiner gesagt, dass das nach dem ersten Stich passiert. Stehe ich unter Schock, kann ich nichts machen. Bin ich so verletzt, dass ich sofort ohnmächtig werde, kann ich nichts machen. Es geht immer um die Handlungsfähigkeit, die wir haben. Und auch dieser Reflex, hier ist ein Messer im Spiel. Wir gehen ran, wir verkürzen die Distanz. Wir versuchen, den Arm zu kontrollieren, riskieren weitere Verletzungen, indem wir das ganze System für uns nutzen, die Biomechanik von ihr für uns nutzen. Muss man sich rantrainieren, kopftechnisch. Der normale Reflex ist, da ist eine Waffe im Spiel, wow, ich will weg. Das ist auch verständlich, das ist auch richtig, das ist auch clever, dass ich da weg möchte. Ich kriege es so aber nicht unter Kontrolle. Habe ich Platz, kann ich rennen, renne ich. Habe ich keinen Platz, bin im Fahrstuhl, Herrentoilette, wo auch immer so rumtreibt, ich kann nicht raus, dann muss ich kämpfen. Und dann muss ich das so sicher wie möglich gestalten. Diese ganzen Videos, ich stehe hier und fange an hier zu schlagen oder kicke hier, schenkt euch das. Warum? Im nächsten Video erkläre ich euch, die Heidi greift mich, Griffbefreiung. Und im nächsten Video zeige ich euch, wir schlagen hier. Ich kriege diesen Arm nicht mit einer Hand gehalten, solange ich noch voller Lebensfreude bin, das schaffe ich nicht. Beiden Händen 2-in-1, gut. Hätte ich hier noch einen dritten Arm, der hier irgendwo rauskommt, wäre auch der noch hier mit drauf. Hänge ich jetzt komplett dran, dass ich den Arm hier eingeklemmt habe. Hopp, ist das sehr eng, könnte den anderen Arm noch mit hier nehmen. Oder ich rutsche hier hoch, ist das besser, als wenn ich hier mit einer Hand dran hänge.